Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Destiny 2 Video. Heute möchte ich mal mit etwas anderem anfangen. Und zwar wollte ich mich bei euch allen bedanken. Ich hatte mir bis Ende des Jahres vorgenommen, 1000 Abonnenten auf YouTube zusammenzubekommen und jetzt haben wir gerade mal Mitte, Ende Oktober und wir sind schon da. Und da ich auch noch ein paar Herzembleme zu Hause rumliegen habe, also die ihr hier gerade ausgerüstet sehen könnt, nennt sich Planet des Friedens, habe ich mir gedacht, verlose ich die doch an meine bisherigen Abonnenten. Also sobald ich rausgefunden habe, wie ich meine jetzigen Abonnenten auslesen und kontaktieren kann, bekommt irgendwer random als kleines Dankeschön eins dieser Embleme. Und egal ob ihr der Gewinner seid oder nicht, ich wollte mich auf jeden Fall nochmal bei euch bedanken für den krassen Support jetzt in der Anfangsphase. Das hat mich echt total gefreut und auch super motiviert, ständig weiterzumachen und neue Videos rauszuhauen. Also vielen lieben Dank dafür. Aber kommen wir doch nun zum eigentlichen Thema dieses Videos. Und zwar habe ich mich versucht an der Mission der zerbrochene Thron und dies solo. Und nebenbei habe ich auch noch die 6 Aszendententruhen in der Mission geholt. Wenn ihr nur an den Truhen interessiert seid, habe ich euch den Direktlink unten in die Infobox gepackt, das heißt klickt einfach drauf und ihr kommt direkt an die Location der Truhe. Ansonsten würde ich auch gerne vorweg noch sagen, der Run war nicht flawless. Ich bin definitiv gestorben beim Ogre und bei der Hexe am Ende. Das habe ich aber alles rausgeschnitten, damit das Video wirklich auf die erfolgreichen Versuche beschränkt ist und ihr seht, wie das Ganze funktioniert, wenn ihr es selber probieren wollt. Und zu guter Letzt noch werde ich das Video größtenteils einfach laufen lassen. Hier und da melde ich mich mal zu Wort, wenn es irgendwas zu sagen gibt, warum ich zum Beispiel Waffen wechsle oder welche Strategie ich verfolge. Und ansonsten denke ich aber, erklärt sich alles von selbst. Falls ihr aber dennoch Fragen haben solltet oder irgendwelche Tipps und Tricks gerne wissen wolltet, die ich jetzt nicht anspreche, postet mir das einfach in die Kommentare und ich werde versuchen, so gut es geht, zu helfen. Hier im ersten Encounter müsst ihr von Plattform zu Plattform. Sobald ihr den Boss auf der jeweiligen Plattform getötet habt, erscheint das Symbol, zu welcher Plattform ihr als nächstes müsst. Arbeitet euch hier einfach wie gewohnt durch. Ich benutze hier die Handcannon, Ikelos Shotgun und Whispern. Alternativ könnte man auch Impuls, Ikelos und Whispern spielen. Aber die Ikelos finde ich praktisch, damit kriegt man die Bosse auf jeden Fall sehr schnell innerhalb eines Magazins down. Thank you.
Wenn ihr hier bei der Plattform angekommen seid mit dem Drachensymbol, dann folgt einfach dem Weg, den ich hier gehe, um zur ersten Aszendententruhe zu kommen. Für diese Truhe braucht ihr auch keine Königin-Laubtinktur. Thank you.
Sobald ihr alle Plattformen geklärt habt, geht es runter zum Abstieg. Hier wechsle ich noch auf die Sniper und sammle Munition, denn im nächsten Encounter finde ich die Sniper am praktischsten. In der kompletten Mission benutze ich eigentlich die Sniper aus dem Schmelztiegel, unfaires Schicksal. Aber bevor es jetzt weitergeht mit dem nächsten Raum, zeige ich euch noch schnell, wie ihr zur zweiten Aszendentenkiste kommt. Auch hier braucht ihr keine Königin-Laubtinktur. Weiter geht's mit dem nächsten Raum. Alles was geht, kläre ich mit dem Sniper und ansonsten Impulsgewehr.
Für die Ogre könnt ihr auch hier wieder entweder unfaires Schicksal benutzen oder aber ihr benutzt Whispern. Und zwar nicht mit Breathing, denn dann braucht ihr genau 3 Schüsse, um einen Ogre down zu bekommen, sprich ihr kriegt eure Munition wieder zurück. Für den, ich nenne es jetzt mal Darkroom, benutze ich die erwachende Wache, das ist die Handcannon aus der träumenden Stadt. Ich habe die mit Libelle, das heißt, wenn ich einen der kleinen Leibeigenen mit einem Headshot töte, dann nimmt der potenziell noch andere mit in den Tod. Irgendwas in der Richtung ist natürlich praktisch. Bevor wir jetzt aber da reinlaufen, geht's rechts an der Tür vorbei zur dritten Aszendententruhe. Alles, was du wissen musst, ist direkt unter deiner Nase. Und sobald ihr in dem Raum drinnen seid, geht ihr einfach geradeaus, springt über die Kante, denn dort ist Truhe Nummer 4. Bevor wir die Kluft überqueren, wechsle ich noch wieder auf Sniper zurück, denn das wird die Waffe sein, die ich beim Ogre spiele. Die hat leere Schaden, die Hexen haben leeres Schild
Daher benutze ich die Sniper, hat sich für mich eigentlich als die beste Waffe für dieses Encounter rausgestellt. Das muss natürlich jeder selber entscheiden, manche kommen mit Sniper nicht so gut klar. Ihr könnt natürlich auch andere Waffen spielen, die leere Schaden machen, wie zum Beispiel die Krönungsansprache, falls ihr sie habt, mit leere Schaden. Oder aber das uralte Band, das Automatikgewehr aus dem Raid. Oder auch den leere Bogen, das subtile Unheil. Auch das habe ich schon gesehen, dass das jemand erfolgreich benutzt hat. Da gibt es einiges an Optionen. Probiert einfach aus, was euch da am besten liegt. So, und jetzt kommt das mit Abstand schwerste Encounter in der kompletten Mission. Am wichtigsten finde ich eigentlich, dass ihr euch hier eine Stelle sucht, bei der ihr möglichst lange geschützt seid. Komplett ausruhen könnt ihr euch nirgendwo, denn die Hexen und auch die Ads und auch der Ogre wandern ständig hin und her und versuchen euch zu flankieren, was sie auch sehr geschickt machen und auch erfolgreich machen. Deswegen müsst ihr eigentlich immer in Bewegung bleiben und immer in alle Richtungen gucken, dass ihr nicht beschossen werdet. Ich habe das Ganze immer so gemacht, dass ich von 3 Hexen erstmal alle Ads geklärt habe, sodass wirklich nur noch die Hexen übrig waren und dann durch bin mit meinem Sniper mit 2 Schuss das Schild runtergeholt habe und dann noch 3 weitere Sniper-Shots im besten Fall gebraucht habe, um die Hexe down zu bekommen. Dann dürfte eigentlich auch, wenn ihr genug Spezialmunitionsfinder auf eurer Rüstung habt, dürfte genug Munition rumliegen, sodass ihr eigentlich ständig auf Sniper zurückgreifen könnt. Im Zweifel benutzt ihr auch mal die Whispern. Das geht eigentlich ganz gut.
Kleiner Tipp noch für die Damage-Phase. Wenn ihr über 95 Power habt, dann könnt ihr eigentlich zwei Axion-Blitze auf jeden Fall tanken. Und die restlichen schießt ihr einfach mit der Whispern ab. Die zählen auch als kritische Treffer, das heißt auch, wenn ihr die Axion-Blitze abschießt, bekommt ihr trotzdem Munition wieder. Ansonsten heißt es einfach aufmerksam bleiben, gut treffen, das ist das Allerwichtigste. Wenn ihr eure Shots trefft, dann bekommt ihr das Ganze in einer annehmbaren Zeit hin und minimiert so das Risiko zu sterben. Super würde ich mir aufheben für den Reset, sprich wenn ihr Schaden auf den Ogre gemacht habt und dann wieder Add spawnen. Da habe ich dann meine Super eingesetzt, das kann ich nur empfehlen und dann mit der Super wieder ein paar Adds clearen und wieder an den Ausgangspunkt zurück und das ganze Spielchen von vorne beginnen.
Nach dem Ogre wechsle ich dann auch nochmal mein Loadout. Ich wechsle dann im Sekundärslot nämlich auf das Impulsgewehr, rechte Seite des Falschen. Das macht nämlich Solarschaden und eigentlich alle großen geschilderten Gegner, die jetzt kommen, haben Solarschilde. Insofern fahre ich damit doppelt Impuls eigentlich ganz gut. Du bist nur so stark wie deine Waffe.
Und hier unten bei den vier Hexen vor dem Aufzug klärt ihr erstmal alles und da wäre dann die fünfte Aszendententruhe. Hier braucht ihr dann tatsächlich auch mal eine Tinktur.
Und wenn wir an der Bubwand vorbei sind und vor dem letzten Aufzug stehen, dann nicht reinlaufen, sondern lauft um den Aufzug herum, denn dahinter befindet sich die 6. Aszendententruhe. Fürs letzte Encounter kann ich euch nur folgende Tipps geben. Benutzt die Whispern, schießt jedem Ritter 3-mal in den Kopf, bevor er verschwindet, damit ihr eure Munition wiederbekommt. Zündet dann sofort eure Super, um die Adds zu kontrollieren, damit ihr sie möglichst schnell down bekommt, denn die vermehren sich so schnell, dass sie euch definitiv wegholen oder ihr zu viel Zeit verbraucht, um sie zu töten. Sobald das erledigt ist, den Rest der Super benutzen für die Ritter. Wenn einer auf euch zugesprintet kommt, zieht die Shotgun, schaut, dass ihr ihn so schnell wie möglich runterbekommt, denn ihr seid ziemlich sicher One-Hit down. Und ansonsten alle weiteren Ritter noch schnell mit der Whispern geholt, Buffs eingesammelt, Rift gestellt mit Lunar Faction Boots, damit ihr nicht nachladen braucht und einfach alles runterschießen könnt und so die Hexe einfach direkt mit dem ersten Versuch down bekommt. Und das war's eigentlich für die Mission. Gar nicht so schwer, oder? Naja, doch. Es ist schwer. Es ist definitiv eine Herausforderung. Es ist super knackig. Und ich bin froh, dass es im Spiel ist, denn das ist wirklich, im Vergleich zum Beispiel zum Raid, noch eine richtig krasse Herausforderung. Das hat extrem viel Spaß gemacht und das nächste Ziel ist auf jeden Fall Flawless. Wenn ihr das Ganze hier solo jetzt erfolgreich abgeschlossen habt, dann schaltet ihr natürlich auch einen der drei Triumphe frei, nämlich die einsame Sache. Den gibt's für den Solo-Run und für den Solo-Run gibt's auch ein Emblem. Und das war's eigentlich schon, mehr gibt's dazu auch nicht zu sagen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob euch so lange Videos auch interessieren und solche, ich sag mal in Anführungszeichen, Guides oder Playthroughs mit ein bisschen Infos. Dann kann ich sowas vielleicht in Zukunft auch noch für die eine oder andere Sache machen. Und ansonsten hoffe ich, ihr konntet vielleicht noch die eine oder andere Info mit rausziehen für euch und hattet vielleicht sogar noch ein bisschen Spaß dabei. Und wenn dem so ist, dann würde ich mich natürlich über ein Abo freuen, falls das nicht schon passiert ist. Und aktiviert auch die Glocke, damit sichergestellt ist, dass ihr kein Video mehr von mir verpasst. Und dann sage ich erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen, habt einen schönen Tag, macht's gut und bis zum nächsten Mal.